Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück beim Pokémon Feuerrot Edition GG Randomized Edition mit Goro Boy. Hallo, Grenz, wir wollten hier nach links, ne? Genau, erstmal gehe ich heilen schnell. Pass auf, da sind viele Trainer. Ach ja, scheiße, die Trainer haben wir noch nicht gemacht, ne? Aber hier sind auch alle Low-Life-Bobs, glaube ich, halt jetzt für uns. Ja, und hier oben gibt es den EP-Teiler, meine ich. Ne, den können wir doch nicht haben, weil wir nicht so und so viele Pokémon gefangen haben. Ja, ja, genau, aber den könnte man natürlich. Oder? Ich glaube, man braucht 30 oder so. Was sagt er denn? Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin der Assistent. 30 gefangene Pokémon. Und man erhält den Detektor. Und ich habe 16 verschiedene gefangen. X-Abwehr habe ich gefunden. Ich weiß nicht, jetzt bei den Trainern hier am besten vorbei. Scheiße, einer hat mich angesprochen. Ne? Vorbei sneaken, ne? Ja. Bei dem Stein gibt es ein Fluchtseil im Übrigen. Was haben die denn hier für ein Level? Sandan, Level. Oh mein Gott, dann guckt er zur Seite. Level 19. Also, die bringen jetzt nicht mehr wirklich was. Nein, aber es ist schon nervig. Komme ich an dem Boy vorbei? Okay. Ja, halt ein random Encounter im Wasser. Im Wasser sag ich mal krass. Hydrobi! Warte, der noch. Ich will hier am liebsten gegen niemanden kämpfen von euch. Nee, ich auch nicht. Oh nein, und beim letzten Trainer, ich war fast durch. Oh Mann. Ah, wie gesagt, die sind Level 19. Na, was hat er? Ja. Retter Level gefährlich werden. 21. Hat mich angelogen. Schamlos angelogen. Dann hat er bestimmt nur eins, ey. Ja, hat er auch nicht. Ampelleuchte. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Muss mal trainieren, Junge. Ah, hier liegt auch noch ein Item. Aufwecker. Toll. Orania City. Oh, das gibt's ja nicht. Paralysiert. Deine Mutter ist paralysiert, Mann. Das ist. Ich hab sie geheilt. Ich noch nicht. Ich muss erst noch den Teenager Henry besiegen. Der Fisk. Der Fisch. Und dann Richtung Süden, hatten wir gesagt, ne? Ja, warte kurz. Auf dem Weg nach Süden. Was? Nach Süden? Nach Süden! Da ist doch die MSN gewesen. Nein, ich mein. Oh. Ach, das ist ja der, gegen den ich gerade eben schon kämpfen musste. Ich meine, Richtung Süden wollten wir ja. Achso, beim Relaxo-Platz Richtung Süden, oder? Klar. Okay. Oh Mann, dass ich das nicht gefangen habe letzte Folge. Es ist doch wieder so scheiße. War schon erbärmlich. Das Spiel will einfach. Ja, aber das Spiel will mich doch trollen. Erst macht das dieses Abgesang, dann macht das Fluch. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Dieses. Oh, und da ist ein Trainer! Haha, ich bin durchgekommen. Oh, was hat er denn, Sandan? Warte mal, haben wir auf Route 12 dann überhaupt schon? Ah, nee, da wollen wir jetzt ja gerade fangen. Ja, ich lass ihn mal vorne. James, was machst du da? Mach wieder Quatsch, der Kleine. Oh, ich hab nichts gemacht, Papa. Wer ist das denn? Besitzt du einen Mondstein? Ah, der hat bestimmt Nidorans, Leute. Das ist wieder so ein nerviger Trainer. Hallo, James. Was ist denn los? Ich muss hier gerade Pokémon spielen. Was hat er wieder angestellt? Aber den Kabel wieder. Ach so, sein Lieblingsbeschäftigung. Gehst du mal nicht bei die Kabel da? Wenn der Papa Pokémon spielen tut. Wenn Papa Pokémon spielen. Tut, hast du vergessen. Spielen tut. Jacqueline, geh mal nicht bei die Kabel. Und jetzt hat er Nidorino. Ah, okay, deswegen will er einen Mondstein haben, weil er sein dreckiges Nidorino nicht entwickeln kann, der Noob. Wow, Doppelkick gegen den Kampf-Pokémon, das bringt's bestimmt, Nidorino. James. Das ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem die Hälfte abgezogen. Wo bist du denn, Mann? Bin einfach Richtung Süden gegangen und dann, da kommt sonst der Schneiderbusch und dahinter lauert jemand halt. Dahinter lauert einer. Die Arena ist voller Frauen. Ja, genau so einer, ey.
bitte nicht vergiften, Dongel. Oh, ich bin jetzt doch durchgekommen, musste nur einen Trainer besiegen. 700 Erfahrung für Nidorino, nice. Laurenz besiegt. Aua. Tatbi, was? So, was hast du hier lang latschen? Eisen gibt's dahinter. Eisen? Ist Eisen, es das, wie jetzt sagst du? Baby. Eigentlich ja nicht so, ne? Na. Ist aber Erfahrung, ne? Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird, Goro. Besitzt du einen Mondstein? Und ich nur so, ich hab Nidoqueen, du Opfer. Nicht nur so, ich hab Buggy. Oh nein, der hat Carpador, Level 24. Müsste das nicht Warte mal, sein? Entwickelt er sich nicht auf 20 zu Garados? Warum hast du es nicht zu Garados entwickelt, du Noob? Er mag halt Carpador. Wenn er jetzt gleich noch eins hat, dann weine ich. Was ist der Carpador-Trainer, aber er hat nur zwei. Nicht so geil wie der eine, der 6 hat. Ich hab verloren. Okay, Doppelkick zieht zum Glück nicht so viel ab, aber die Vergiftung zieht so viel ab. Oh, da ist schon wieder irgendwie ein Item. Ich bin mir jetzt auch unsicher, wie ich nach vorne tun soll. Mach halt irgendwas. Ich weiß auch nicht, welches Level die Pokémon da haben. Ja, eben, weil meiner ist jetzt Level 30, mit dem ich das sonst immer gemacht habe. Ich will halt nicht, dass er drauf geht. Das muss ich machen. Meiner ist Level 30, mit dem ich das machen muss. Obwohl, warte mal, der hat ja den Abschlag, das ist eine schwache Attacke. Mir bringt halt nichts, also ich muss es halt so machen. Ja, aber du kannst immerhin noch einschläfern. Das ist korrekt. Das mache ich jetzt auch gerade bei Nidorino. Okay. Ich müsste eigentlich noch heilen, eigentlich. Ich gehe schon mal ins Gras, Goro. Ja. Muss es dir ja eh sagen. Ich mach einfach Gegengift und so ein Kram da. Oh, okay. Jetzt wird Goro sein Dingens ziehen. Knackleon. Knackleon? Hm. Dann wäre dein Drachenslot weg, ne? Ja. Nee, ich finde, das solltest du nicht fangen jetzt. Okay, dann fliehe ich mal. Oh nein, ich muss ihn auch noch töten, weil er die Flucht verhindert. Ziehst wahrscheinlich bei deinem Glück gleich nochmal ein. Kann sein. Also der zählt jetzt ja nicht. Ich darf ja noch einen dann mir gönnen. Okay, Knackleon ist besiegt. Schade, Leute. Den hätte ich natürlich mir gern gegönnt. Ne? Libeldra ist schon... Ja. Nee, das gönne ich dir nicht. Das ist... Okay, aber jetzt kann ich das Spielchen wieder mitspielen. Yay! Und alle... Hey, ho! Und alle nur so... Species Claws, es ist ein Zubat. So direkt entkommen, aber ich konnte immerhin den nicht one-hitten. Das ist schon mal gut zu wissen für das nächste Pokémon, was kommt. Und es ist... Okay, den fange ich jetzt. Hätte ich den auch verboten, oder was? Ich glaube ja. Und überlebt er den Hieb hier? Er überlebt ihn, Leute. Oh yeah. Oh, da ist ja noch der Carpador-Trainer, oder was das war. Mhm. Man weiß nie, was der nächste fangt. So, das war der. Ich muss die mal ausmachen nebenbei, wa? Unlicht bringt nichts gegen mein Kampf-Pokémon. Ha! Ja, komm, ich glaube, ich werf mal einen Ball, ne? Wo ist denn der Beutel da? Beutel, Leute. Mal gucken, ob ein Pokéball reicht gegen so ein gutes Pokémon. Ah, der Pokéball reicht, Leute. Toll, er wurde gefangen. Männlich sogar. Aber der braucht schon einen guten Namen jetzt. Ich lese es gleich vor, ich habe es aus Versehen weggeklickt. Toll. Ich glaube... So, ich nenne ihn Angelus. Angela? Angelus. Nein, er wurde auf Bills PC übertragen. Okay, ich muss zum Pokécenter rennen. Du kannst doch im Pokédex nachfangen. Ja, ich weiß, aber ich will das Pokémon ins Team holen. Echt? Wie nimmst du dann raus dafür? Muss ich gucken. Von A bis Z. Da finde ich mich am besten zurecht. Also,
Oh, okay. Oh, okay. Es lebt in trockenen Wüstengebieten, wo es einen Trichter Falle baut und seelenruhig darauf wartet, dass Beute hineinrutscht. Ist das auch Knäckleon? Ja. Oh, ja, es kam der doch nochmal. Das ist ja ein Boden-Pokémon. Das ist ein Boden-Pokémon, ja. Ich dachte, der wäre Drache. Nee, ist Boden. Wird der danach Bodendrache oder wie? Nee, danach ist der Drache. Ja, doch, Bodendrache, glaube ich. Okay, dann. Ja, jetzt muss ich gucken, wen ich halt rausnehme, ne? Ich werfe jetzt auch mal einen Pokéball. Oh, okay. Ist eingeschläfert, roter Bereich, sollte mal klappen hier. Eigentlich ist, schon. Ist natürlich wieder weiblich, ne? Wie sollte das anders sein? Ja, toll, oh. Wurde gefangen. Ich darf es leider nicht mitnehmen. Ach so, okay. Schon mal ein Tipp für mich. Aber ist als Zeichen seiner Zuneigung stupst es dich mit dem Rüssel, was dich aber buchstäblich umwerfen könnte. Ah, Funfee? Funfee, ja. Nice. Darf ich nicht mitnehmen, ist ein Boden-Pokémon. Genau. Dürftest du jetzt eh nicht, weil ich ja wahrscheinlich tausche. Ja, du hast mir das ja verboten, das Ding. Genau, das ist verboten bis zur nächsten Arena. Verboten! So, ein weibliches Pokémon, ich muss mal wieder die Liste aufmachen hier. Funfee. Hast ja schon das ein oder andere gekriegt davon. Weibliche? Ja, bestimmt. Ich nenn's Baby Five. So, jetzt kommt halt die große Frage. Bills PC. Ich möchte gerne wissen, was für ein Element du rausnimmst. Ja, ja, klar, muss ich dir eh sagen. Ich muss mir erstmal selber im Klaren darüber werden. Wo ist das nächste Pokémon Center? Nur da oben, oder? Warte mal, ist das. Bei Major Bob? Oder bei, wo? Ja, ja, ich bin zu Major Bob gegangen. Weil danach wollten wir ja dann eh noch angeln gehen in der einen Stadt. Dann können wir einfach nach oben gehen und dann nach links. Das stimmt. Jetzt muss ich wieder an den ganzen Kacktrainern vorbei. Ja, wen nehme ich jetzt raus? Oder gar keinen halt, ne? Ja, doch, ich finde den nicht schlecht. Willkommen im Pokémon Center. Soll ich mal checken, ob Libeldra Bodendrache ist oder Drachenbode? Kannst du mal machen. Ich hätte halt gedacht, dass das irgendwie Flug ist, auch mit oder so. Libeldra. Erstmal entwickelt sich Libeldra ja eh erst mega spät. nee, Bodendrache. Bodendrache, krass. Hättest du mir lieber den Drachenslot weggenommen als den Bodenslot, wa? Ja, klar, das sowieso. Pokémon. Ablegen. Auf Wiedersehen, Funfee. Also, was sagst du? Wen nimmst du mit? Wen lässt du da? Warte, ich guck grad, wie. Achso, ja doch, da wollte ich ja hin. Ich guck gerade, ob irgendjemand Zerschneider lernen kann. Sonst könnte sein, dass der Normalslot dann frei wird. Nein, erzähl doch nichts, Grenz! Ja, aber dann kannst du immer jemanden reinholen. Ja, das ist ja das Gute! Den Normalslot macht er dann frei. Ich muss ja einen frei machen, leider. Kannst du irgendwas Cooles frei machen? Du hast doch noch Taubsi so gefeiert letztes Mal. Ja, aber meins ist Level 8. Ja, komm, das Normal-Pokémon geht jetzt weg halt. Was mache ich denn jetzt? Wir können ja gleich noch eins fangen und danach können wir ja sonst auch leveln. Ja. Wenn der leveln muss. Taubsi oder Ineko? Ineko ist auch süß. Der hat doch, glaube ich, viel Leben, wenn er sich entwickelt, oder? Bei Inikoro? Ja, ich glaube ja. Aber Taubsi ist natürlich ein Klassiker, ne? Taubsi ist wirklich ein Klassiker. Und man hat, und du hättest jemanden, der fliegen kann. Ja, ich nehme Taubsi. Taubsi ist, glaube ich, so das Stärkste. Ja, gut, nice. Also, ich muss eine Liste haben. Ach, der hat gar keine Bodenattacke. Glückwunsch. Warte kurz. Du hast ja Schaufler. Ist aber eigentlich jetzt ein bisschen dumm gewesen, vielleicht sogar, weil ich habe ja eigentlich schon ein Boden-Pokémon. Das ist schon ziemlich dumm gewesen, ne? Ich habe ja Nidoqueen. Ja, das ist schon ziemlich dumm gewesen. James, ja, was soll das? Ist stark. Also, du hast jetzt wen rausgenommen? Mautzi.
Mauzi und dafür dann plus. Hier ist der Knackleon. Ja. Wen hast du jetzt reingenommen? Eneko. Topsi. Mache ich als nächste Folge, Leute. Ist mir zu stressig jetzt am Ende. Das ist zu viel. Eat this, Leute. Wir sind echte Gangster. Wir machen das nächste Folge. Genau. Nächste Folge holen wir dann nämlich oben in der einen Stadt in dem See. Angeln wir noch und dann wollten wir die Kampfarena machen. So. Ja. Also ich stehe vorm Pokécenter. Ja, müssen wir nochmal gucken, ob wir nicht vielleicht nochmal trainieren. Das ist super nice. Kampfarena und ich habe gerade einen Taubsi im Team. Stimmt. Muss ich mal ein bisschen trainieren noch vorher. Können wir gleich nochmal so 10 Minuten oder so. Okay, alles klar. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.